Der Europa-Literaturkreis Kapfenberg ist als internationaler Verein zur Förderung von Literaturschaffenden bekannt und befasst sich mit Lyrik, Prosa und experimentellem Schreiben. Mitglieder sind vor allem Autorinnen und Autoren aus Österreich und ganz Europa. Seit 1983 gibt der in Kapfenberg ansässige Verein das Kulturmagazin Reibeisen heraus. Im April wird im Spielraum die 33. Ausgabe präsentiert. Inzwischen, heuer, sind wir bei 230 Seiten und es ist aus dem Literaturmagazin ein Kulturmagazin geworden, weil wir eben Kulturbeiträge, Feuilletonbeiträge haben, Künstlerporträts. Aber der Schwerpunkt liegt nach wie vor in der Literatur, also mindestens 2/3 des Reibeisen sind der Literatur, der Lyrik und Prosa vorbehalten. 114 Einsendungen von Schriftstellern aus 8 Nationen, darunter Bulgarien und der Iran, schafften es in die aktuelle Ausgabe. Ein Themenschwerpunkt liegt auf unserem Nachbarland Tschechien. Alle Einreichungen werden von einer fachkundigen Jury bewertet. Es gibt ein Punktesystem. 0 Punkte ist schlechter Text, kommt nicht rein. 5 Punkte, best, muss man unbedingt reinnehmen. Das ist ganz ein einfaches System, 5 Punkte. Und da wird dann ein Durchschnitt gemacht. Und der beste Text, der es eben dann schafft, der kommt dann auch rein ins Reibeisen. Eine weitere Herzensangelegenheit des Europa-Literaturkreises ist das lesefördernde Projekt Leseabenteuer. Hier werden in insgesamt 13 Volksschulen in der Region Kinder durch Lesebaden zum Lesen angespornt. Wie wir angefangen haben, wir zwischen 12 und 14 Lesebaden gehabt und jetzt stehen wir bei einer Zahl von 47. Das sind hauptsächlich Frauen, die sich da im Leseabenteuer als Lesepatinnen zur Verfügung stellen.